Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skylines zum Start, genauso wie ein kleines Review zur Waffenbastlerei. Ihr kennt euch ja bestimmt noch hier diese komischen Drecksdinger. Wenn nicht, dann guckt euch das letzte Video an. Ich werde es wahrscheinlich hier irgendwo verlinken, hier so unten in der Videobeschreibung, keine Ahnung. Diesen ganzen Dreckswaffen und Menschen! Scheißteil. Auch alles scheiße hier. War wieder langweilig und ich habe ein bisschen was rumgebastelt und die eine Waffe, die ich gerade weggeworfen habe, habe ich jetzt einfach nochmal gemacht und so ein bisschen, okay, das, dieses orangene Geschüssel da ist ein bisschen Einkreation und sowas, das ist ganz klar, aber das habe ich jetzt nochmal gebastelt und ja, da ist sogar richtige Taschenlampe dran, habe ich extra dran geklebt und sowas. Diesmal habe ich ein bisschen anders gearbeitet. Jetzt habe ich natürlich das Material nicht hier liegen. Diese Waffe ist ungefähr doppelt oder dreimal so groß wie die alte Scheißwaffe. Ja, dann wird sie mir gerade wieder zureichen. Einmal zum Vergleich mal so gerade. Ja, so relativ. Also, habe ich ein bisschen anders gearbeitet diesmal. Einmal das, genau, und das blaue Material, wenn du auch noch so nett wärst. Habe ich diesmal ein bisschen anders gearbeitet. Ich hatte ja mal erklärt, dass ich immer diese 40mm Dicke nehme. Das war ja bei diesem Kollegen so. Und da habe ich diesmal ein bisschen anders gearbeitet, mehrere Male. Und zwar habe ich diesmal eine 30mm genommen. Diese Dicke hier. Wesentlich angenehmer. Oder wie man es auch hier sieht, 30mm. Und ich finde eigentlich dieses Griffete, finde ich eigentlich ganz nice, das sieht super aus. Und dann habe ich mir, wie zum Beispiel das hier, falls ihr denkt, das habe ich sauber abgeschnitten, nein, da irrt ihr euch, das ist nämlich hier sowas hier. Das ist eine Fußbodenmatte, also so eine Yogamatte oder sowas. Habe ich einfach ausgeschnitten dann in der Form und dann halt hier drauf geklebt und so. Katze! Und dadurch sind drei Waffen sozusagen entstanden. Und zwar einmal diese hier, wie gesagt. Und dann, wie gesagt, erkennt ihr noch diesen Kollegen und den Kollegen da hinten. Da habe ich mir auch gedacht, das müssen wir auch nochmal neu machen. Das war die erste, die ich dann neu gemacht habe. Und die sieht jetzt so aus. Ja. Mal zum Vergleich. Ne? Ja. Für den Arsch, Alter. Das ist zum Heulen gewesen, Alter. Da habe ich das gleiche auch gemacht. Hier, es ist hier... hiermit, das hier, diese Rundungen hier, das ist Klopapierrolle. Das ist hier Zeberrolle. Und das eine, womit ich nicht zufrieden bin, ist mit dem Visier. Das ist irgendwie zu klein, das muss ich wahrscheinlich komplett nochmal neu machen. Das ist. Und hiermit, weil das war hier so wackelig und sowas, deswegen, es ist immer noch scheiße wackelig, das ist zum Heulen. Habe ich hier erstmal dran gemacht, aber dann war es hier oben noch so am Wackeln, dann habe ich hier unten noch dran geklebt. Und das Scheißding musste ich jetzt zum fünften Mal kleben, weil es die ganze Zeit abbricht. Ist schon wieder am Wackeln, wie blöd. Dummes Scheißding. Und unten drunter habe ich, ups, Alter, habe ich mir was ausgedenkt. Da habe ich jetzt eine Taschenlampe und einen Laserpointer dran. Habe ich EVA-Schaum genommen, so ein bisschen ausgeschnitten, die Form hier innen drin ausgeschnitten und mit schwarzem Klebeband einfach drüber und dann mit Heißklebepistole dran geklebt. Ganz easy. Wie gesagt, auch die gleiche Form wie das hier und das hier. Es ist halt mit dieser Schaumstoffmatte. Hier sieht man es nochmal schön durchschimmern. Ich weiß nicht, warum hier die Farbe abblättert. Weiß ich nicht. Ich kann immer noch nicht ausmalen, aber das macht ja jetzt in dem Sinne nicht wirklich was. Und davor habe ich mir was anderes gebastelt. Und zwar habe ich einen Assassinen-Umhang und wollte dann auch Rüstungsteile aus EVA-Schaum basteln. Und dann habe ich mir halt auch mal versucht in dem Sinne, ein Schwertchen zu basteln. Das hier sind Pfeifenreiniger. Katzen! Pfeifenreiniger, auch hier das gleiche Prinzip hier halt hiermit und versucht auszuschneiden und sowas. Auch wieder 30mm Dicke.
ist dabei das hier entstanden und sowas. Also fürs erste Schwert, sag ich jetzt mal. Einige erkennen es wahrscheinlich. Dark Souls. Obwohl eigentlich jedes Schwert immer gleich aussieht, egal in welchem Spiel man geht. Weil ein Kollege meint, das wäre hier aus Skyrim, aber ich habe Skyrim noch nie gespielt, weil ich weiß nicht mal, wie es Schwert das sein soll. Keine Ahnung. Und ja, ist auf zwei Seiten halt so. Ja, sag ich doch, die sehen gleich aus, hab ich auch gesagt. Und wie gesagt, das hier sind Pfeifenreiniger. Einmal so hier, einmal so rumgelegt und dann endet es irgendwo hier und dann dort habe ich das nächste angelegt. Das war eine Scheißarbeit, des Weiteren piekst das überall, was nochmal nervtötender ist. Und nee, hab ich eben nicht. ja, und das nächste habt ihr ja schon in einem Video gesehen. Wenn nicht, solltet ihr es gefälligst nachholen. Und zwar aus dem Doyaku und Kos Day Video. Soll ich es nicht falten? Wie, wir schmeißen die Sachen nachher. Ist kaputt. Und dann habe ich natürlich noch meinen Windrad Shuriken. Yeah! Ich weiß nicht, ob das originell Größe ist. Das ist jetzt ein bisschen anders entstanden. Normalerweise wollte ich eigentlich einen Mechanismus mit einbauen, damit ich die Klingen alle einfahren kann. Aber da habe ich bemerkt, oh, die Dicke ist viel zu groß und bla bla bla. Hast nicht gesehen. Das hier sind 40 mm in der Hälfte durchgeschnitten dann. Aber warum es so sauber ist, das erkläre ich gleich. Dann habe ich hier einen Holzring benutzt. Dann habe ich einfach das Holz da benutzt und dann halt hier und hier und dann hier und hier zusammengeschnibbelt. Wie man erkennen mag, ist hier der Bogen kleiner als hier oder auch hier. Aber im Endeffekt merkt man es kaum, sage ich jetzt einfach mal, wenn man jetzt nicht drauf achtet. Dann halt das normal mit Styrodor. Und da habe ich zum ersten Mal mit Pappmaché gearbeitet. Habe ich Pappmaché drüber gemacht. Deswegen sieht das alles so gerade aus. Und ich habe erst einen Anfall bekommen, Leute. Als ich das dann angesprüht habe, als ich das alles so gewölbt habe, habe ich gesagt, na super, jetzt ist das alles... Wegwaffe! Das ist alles so kaputt und sowas. Aber es hat sich alles wieder geglättet. Und ich bin total begeistert. Ich freue mich so, freue mich, dass es jetzt mal ein bisschen vorwärts geht mit den Waffen. Aber ich bin ja nicht mehr allein in der Wohnung. Habe ja noch ein paar andere Cosplayer, die auch noch viel am Waffenbasteln sind und sowas. Und unser Waffenschrank, der wird langsam voll. Daher muss ich ein bisschen aussortieren. Und drei Waffen habe ich ja schon, die ich aussortieren will. Vier. Nein, das sind zwei, drei. Das sind drei Waffen, die ich aussortiere. Das habe ich ja noch nicht gemacht, das andere da, mein komisches Drecksaufen. Das sind nur die drei, den muss ich nochmal kleben. Obwohl ich den eigentlich auch nochmal neu machen könnte. Jetzt ist schon wieder das nächste. Ja, das sind jetzt so meine und welche Waffen jetzt noch so alles in Betracht kommen oder sowas, das seht ihr jetzt gleich. Und wir sind auch demnächst, ich und der Kuro zusammen zwei Cosplays am Basteln aus EVA-Schaum. Einmal nochmal. Der ODST-Rüstung und dann für ihn irgendeine Skyrim-Rüstung, ich habe keine Ahnung. Und ja, wenn wir das irgendwann mal gemacht haben, dann zeigen wir es euch mal. Ansonsten kommt jetzt der nächste dran. Shiro ist hier. Hallo. Und ich stelle mal für Homestuck meine Sicheln für Kaket vor. Ich habe mit der hier angefangen, die ist ein bisschen, ja, fail und kaputt und... Da oben wurde sie schon geklebt. Das hat eine Convention nicht wirklich überlebt. Und war zu klein. Ja. Hat mein Freund halt ausgeschnitten gehabt und ich habe sie angepinselt. Hallo. Ja, Kuro. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss die nochmal größer machen. Oder die muss nochmal größer gemacht werden. Ja, man kann es da lesen. Das ist die Pappe-Vorlage gewesen dafür. Und die kann ich ja immer wieder benutzen, wenn ich Lust habe. Ja, man sieht den Unterschied. Und dann wurde aus dieser, haben wir mit der Pappe-Vorlage das auf Styrodorplatten drauf gezeichnet. Und daraus sind dann da die zwei da entstanden. Mein Freund hat sie mir ausgeschnitten und vorgefertigt. Dann haben wir Pappmaché drüber gezogen, also es ist alles mit Pappmaché hier. Und dann haben wir sie angepinselt. Eigentlich wollte ich das Pappmaché und das Anpinseln alleine machen, aber mein Freund war langweilig und hat damit geholfen. Die habe ich gezeichnet, das merkt man daran, dass hier oben und hier das nicht so ganz stimmt und das war mein Freund. Das sind so meine ersten Entwürfe. Ich habe hier auch noch Hörner für Homestuck gemacht, aber die stelle ich mal anders davor, weil das
Weil ich mir sage, so Einhörnchen dazwischen liegen, nee, danke, lass mal. Dann werde ich erstmal alle fertig machen, bevor ich die vorstelle. Vor allem, weil ich an den Hörnern selber arbeite. Auch aus Styrodor. Styrodor ist ein super Material. Müsst ihr euch echt mal vorstellen. Sehr super. Hallo. Ich kann mich jetzt auch mal zeigen, so guck, aber ich bin total ungestylt und nein. Au! Ja, ein Freund hat mich gehauen. Egal. Auf jeden Fall, das sind so erstmal die ersten und es kommen noch mehr. Mhm. Weil ich bin auch noch in Assassin's Creed, muss ich noch weiterarbeiten, in Altair und ja, da muss ich auch noch Rüstungsteile und sowas für bauen irgendwann. Aber es kommen auf jeden Fall noch mehr Waffen, vor allem, weil ich für einige Charaktere noch Waffen brauche, die ich noch machen will. Zum Beispiel Suiget, da brauche ich das Schwert noch und für einige andere Charaktere auch noch, die ich mache, wo ich mir echt so denke, nein. Aber das wird noch. Das wäre dann soweit von mir und yay. Ui. Wie sind wir da? Ja, da sind wir wieder. Hier ist diesmal der Kuro. Der Kuro! Ja, stell dir vor, ne, ich habe da auch mal was vorbereitet. So Sachen, die Cosplay-Waffen, die ich jetzt die letzten Zeit gebaut habe, wo Skyline an seinen Schusswaffen dran war. Der erste Versuch, hier, selbst ausgedachtes Schwert. Was genau es jetzt darstellen soll, habe ich mir auch noch nicht überlegt. Aber es besteht auch komplett aus Styrodor und ist mit Pappmaché überzogen. Obwohl ich hier den Effekt mit Pappmaché echt gut finde. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich es dann angemalt habe. Also der Effekt kommt hier ziemlich gut rüber. Das zweite, was ich dann gemacht hatte, ist ein Schwert aus Skyrim. So leicht Eigenproduktion noch. Normal ist das Muster nicht ganz so klingenverzierend. Und auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie geistig vertan. Ja, wenn man sich das anguckt, also ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Eigenkreation over 9000. Ja. Ja, und sonst habe ich da nicht mehr viel zu sagen. Dann habe ich nur noch eine Cosplay-Axt, die ich mir selbst gebastelt hatte. Mit dem Namen? Freundlichkeit. Ja, meine Axt heißt Freundlichkeit und damit gehe ich öfters gern auf Menschen zu. Also mit Freundlichkeit, nicht mit der Axt. Aber ja, darum der Wortwitz. Nee, die gehört auch zu meinem eigenen Cosplay von Assassin's Creed. Genauso wie dieser wunderschöne Handschutz. Das war mal meine alte ODST-Rüstung, die nein, ich gemacht habe. Das nicht. Das war nicht? Nein, das ist ein Reststück gewesen, was du hattest. Ach ja, stimmt. Mit versteckter Klingenzusatz. Es hat nur ein kleines Problem, ich muss es nochmal überarbeiten. Aber es funktioniert. Und man sieht auch hier genau, da sind Rückstände von der letzten Durchschaku. Normal sieht es nämlich alles besser aus. Ja, gebraucht sieht es auch besser aus. Ja, können aber... Können Charakter rüber. Ja, das war's. Du hast nicht verklärt, wie du die Axt genau gemacht hast, den Axtkopf. Ach Gott. Der ist nämlich nicht aus Styrodor. Nee, der Axtkopf ist mein... Das ist Styrodor, hat er erst durch mich gefunden und dann, weil ich noch diese Blätter hatte, hat er das daraus gemacht. Ja, und der Axtkopf ist aus Pappe und dann eine halbe Tonne Klebeband drüber. Man sieht das hier vielleicht noch. Da ist noch Klebeband. Einfach normaler Krepp und Pappkern. Aber es hält doch ganz schön was aus. Ja, und das ist Holzstiel. Nee, das ist Holz. Niemals. Das ist kein Holzstiel. Das ist ein Holzstiel. Ja. Schön. Ja, das war jetzt so die normalen Waffen, die wir jetzt noch haben. Also wir haben jetzt noch ein paar andere kaputte Dinger. Ein paar andere, die wir noch geschenkt bekommen haben und sowas. Und wir haben einen Waffenschrank gemacht und der ist überfüllt. Ja, aber die Waffen zu groß sind. Ja, die Waffen sind zu groß und wir haben zu viele. Ja, man soll auch mit kleinen Messerchen basteln. Das ist ja Schwachsinn. Also echt. Kleine Messerchen? Ja, das ist auch ein Taschenmesser. Aber ein Kollege von mir will jetzt zwei Stagger-Waffen von Diablo haben. Das heißt, ich muss die jetzt demnächst basteln. Gucken wir mal, was wir als komplett nächstes Projekt nehmen. Und ja, das war jetzt sozusagen alles, was wir so gebastelt haben. Bis jetzt. Bis jetzt. Bei mir folgt jetzt demnächst noch eine Assassinen-Rüstung. Ja, das ist so der Anfang gewesen. Dann hat er meine alte ODST-Rüstung, die ich euch gezeigt habe, hat er komplett auseinandergenommen, weil ich habe gesagt, nee, die will ich noch komplett neu. Nee, die holen wir das nächste Mal. Das machen wir das nächste Mal. So, Cosplay ist was anderes.
Das sind jetzt mal die Waffen halt dazu. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare, wenn ihr Tipps, Ideen oder Anregungen. Fail der Woche! Wenn ihr Anregungen oder sowas habt, dann schrott es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich das irgendwann mal. Weh, du brichst da was ab. Ohne Lina. Bis dann. Tschüss. Adieu.